Dresden Hauptbahnhof am 30. Januar 2019. Während hier hinten sich gerade ein Zug in Bewegung setzt, habe ich diese beiden E40 entdeckt. Die bekannten Einheits-E-Loks der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Heute natürlich im Farbkleid ihrer heutigen Besitzer stehen diese beiden ehemaligen E40 hier abgestellt. Im Vorfeld des Hauptbahnhofs Dresden. So, und hinter mir haben wir hier noch 143-360 und ganz vorn 143-919 mit Fristverlängerung, gerade frisch bekommen, bis Juni 2019. Immer wieder schön, die Einheits-E-Loks der ehemaligen Deutschen Bundesbahn noch in Aktion zu sehen. War schon ein tolles Programm damals. Freie Fahrt.